Vor kurzem waren wir mal wieder gemeinsam unterwegs auf dem Weg zu einem Auftritt und wir waren zu fünft in unserem kleinen Mütterbus, also wir drei und zwei unserer Techniker. An dieser Stelle vielleicht einen kurzen Zwischenapplaus an der Technik, Holger Putzhammer und Roland Böfgen. Und an besagtem Tag saß ich am Steuer. Und dann haben die anderen vier irgendwann von mir komplett unbemerkt. Die haben, die müssen es irgendwie heimlich abgesprochen haben. Die haben in einer total konzertierten Aktion wirklich in derselben Millisekunde alle vier gleichzeitig ihre Vorhaut zurückgezogen. Zumindest hat es so gerochen. Des Rätsels Lösung war, dass sich der Don auf der Rückbank eine Beefy aufgemacht hatte. Und dieses olfaktorische Phänomen hat uns dann den Rest der Fahrt über beschäftigt. Dabei ist ein kleines Lied entstanden. Jede einzelne Strophe nähert sich diesem Geruchsmysterium von einer ganz unterschiedlichen Seite. Und ich beginne jetzt mal mit dem geografischen Ansatz. In Stuttgart in der Innenstadt steht eine Brauerei und viele sagen, der Biergeruch sei eine Sauerei. Was sollen dann die in Ansbach sagen, außer was für Mief? I in Ansbach riecht die ganze Stadt Tag ein Tag aus nach Beefy, denn Ansbach ist Sitz der weltweiten Beefy-Produktion und die Fabrik ist für Touristen eine Attraktion. Dort steht ein riesen Beefy-Tank und wer an ihm emporschaut, dem wird schnell klar, deswegen riecht die ganze Stadt nach Vorhaut. Es folgt der aufklärerische Ansatz. Dazu muss ich kurz in meine Rolle finden. Liebes Dr. Sommerteam, ich hätte da mal eine Frage. Ich bin ein sexy Steinbock-Girl, mein neuer Freund ist vage. Er nennt mich Schnucki Putzi-Maus, ich nenne ihn meinen Hasen. Und weil ich noch nicht bumsen will, soll ich ihm jetzt einblasen. Er sagt dann, Schatz, ich liebe dich und jetzt mach hin und leck da. Doch leider schmeckt sein Pimmel immer ziemlich stark nach Smegma. Was an sich nicht so tragisch wäre, ich krieg nur währenddessen das ungute Gefühl nicht los, ich würde eine Beefy essen. An der Stelle vielleicht nochmal ein besonders herzliches Willkommen an alle, die gedacht haben, Mensch, zur Show von eure Mütter, dann nehmen wir unsere Kinder mit. Es folgt der religiöse Ansatz. Ein guter alter Freund von mir heißt Schlomo und ist Jude und arbeitet seit kurzem jetzt an einer Imbissbude. Und wenn er nachts nach Hause kommt, dann legt er sich ins Bett und riecht, obwohl er gründlich duscht, trotzdem nach Frittenfett. Doch stört ihn das beileibe nicht. In geistiger Umnachtung hatte er zuvor einen Job gemacht bei Beefy in der Schlachtung. Der war zwar gut bezahlt, doch Schlomo hatte es halt satt, dass er konstant nach Vorhaut roch, obwohl er keine hat. Es folgt der feuerpolizeiliche Ansatz. Wenn Industrieanlagen brennen, ist es für Anwohner wichtig, dass sie ihre Fenster schließen, denn der Rauch ist gern mal giftig. In Ansbach wäre das kein Problem, dort hätte man seine Ruh. In Ansbach hat eh jeder seine Fenster immer zu. Und sollte mal jemand die Fabrik dort in den Himmel jagen, dann wird die Feuerwehr in Ansbach höchstwahrscheinlich sagen, macht ruhig die Fenster auf, zwar stinkt's wie Sau, doch was uns tröstet. Heut riecht's mal nicht nach Vorhaut, nur nach Nüssen frisch geröstet. Jedenfalls haben die Kollegen mir dann den weiteren Verzehr von Beefy ausdrücklich untersagt. Aber kurze Zeit später bin ich dann durch einen Fernsehspot auf ein anderes Produkt aufmerksam geworden. Deswegen kommt jetzt hier der werbliche Ansatz. Weil bei Beefy ja der Duft allein schon in den Augen brennt, gibt's seit paar Jahren auch Beefy Roll im Beefy Sortiment. Der Chef sprach zur Belegschaft, ich weiß wohl, wer hat ihr schuftet. Und unter uns, ich mag es ja, wie unsere Beefy duftet. Doch die Absatzzahlen sinken und wir müssen dringend handeln. Drum kam mir die Idee, das Ding mit Brotteig zu ummanteln. Gesagt, getan, doch als er rein biss, sagte er dann böse. Jetzt riecht's zwar nicht nach Vorhaut, doch jetzt schmeckt's nach alter Möse.